Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Heute einmal die Türverkleidung. Wenn wir die Türverkleidung abgenommen haben, sitzt hier auf der gesamten Naht eine Motülschnur. Ich versuche euch das mal ganz im Nahen zu zeigen. So sieht die aus. Und das Ganze dann sauber eingebracht, hier wieder in die Naht. Gibt nachher beim Verkleben, wenn wir es wieder montieren, einen absolut sauberen Abschluss. Und dann ist das gut. Wenn wir es demontiert haben, wird die Boutüschnur zerstört, wie man hier sieht. So, und diese ganzen Reste, teilweise werden hier auch keine Karosserieklammern gesetzt, sondern einfach nur so ein richtig dicker Batschen von dieser Boutüschnur. Und dann wird das verklebt. Das ist insoweit nicht großartig schlimm oder sonst irgendetwas. Es klappert eben halt nicht. Das ist das Angenehme bei Dacia, da klappert gar nichts, weil es wird alles verklebt. Wenn wir da jetzt aber bei wollen, wegen Türen entdröhnen oder dämmen oder wie auch immer, zum Beispiel auch auf der anderen Seite haben wir die Zierleisten. Wenn wir die vielleicht lackieren wollen oder wenn wir sie folieren wollen, wie auch immer, muss man die Türen eben halt abnehmen. Wie bekomme ich das jetzt aus dieser Naht raus? Ich sag mal, so ein kleiner Jahrmarktschraubendreher, den kriegt man immer an den Schießbuden, früher zumindest, so kenne ich es noch. Eine Rose, nein, nicht geschossen, hat man immer als Trostpreis so einen kleinen Jahrmarktschraubendreher bekommen. Und mit dem zieht man einmal durch die Nut, die hier gegeben ist, und dann sieht man auch schon, wie sich die Boutüschnur sehr, sehr schön anlöst. Also es klebt wie die Hölle. Und dann auf der ganzen Naht einmal ein bisschen anlösen. Ich habe hier zwei DSM-Matten drunter gelegt, damit mir die Türpaneele nicht zerkratzt. So, jetzt haben wir die auch schon gut angelöst. Dann haben wir hier schon recht viel von dieser Boutüschnur als Ball zusammengerollt. Und mit diesem Ball nimmt man dann Stück für Stück, und ich sage da immer, behaltet das irgendwo hier in der Handfläche am besten. Nicht zu viel mit den Händen drauf, weil das klebt wie die Hölle. Dann drauf gehen und abziehen. Das lässt sich so recht gut machen. Dann sieht man auch, dass die Boutüschnur aus der Kehle rauskommt. Und dann ist die demontiert. So, wenn ein bisschen was in der Kehle stehen bleibt, das ist alles nicht weiter schlimm. Jetzt sieht man schon, das klebt ordentlich. Macht nicht den Fehler, dass hier irgendwie Aceton, Nitroverdünnung oder sonst wie irgendetwas für die Hände nehmt, um, wenn es wirklich geklebt hat, dass die Hände so schwarz sind. Empfehle ich, den Ball ordentlich durch die Hände rollen. Das nimmt sehr, sehr viel schon von der Boutüschnur, wenn es denn in den Fingern festgeklebt ist, wieder ab. Ordentlich rollen das Ganze. Und dann ist das gut. Und den Rest am besten mit Pulverwaschmittel oder wie auch immer. Schön die Hände wieder sauber machen. Ihr wisst ja, die Frauen, die achten immer auf die Hände. Sehen die Hände nicht gut aus, darfst du nicht anfassen. Also, als kleiner Hinweis. Nicht irgendwie mit Verdünnung oder dergleichen arbeiten. Das geht nämlich sofort durch die Haut durch, die Verdünnung. Und Unfallverhütung, wie auch immer, das Mittel, was da drin ist, geht sofort auf die Nervenbahn. Und dann kriegt ihr ja irgendwann mal einen richtigen Tatter von dem ganzen Kram, wenn ihr das zu oft macht. So, wieder zu unserer Türpaneele. Wir haben ja die Zierleiste hier noch dran sitzen, und die will ich ja auch demontieren, weil damit habe ich was vor. Was sage ich noch nicht? Ich habe hier einen Akkuschrauber, 10 mm Bohrer, und einfach nur hinten ansetzen an die Schweißpunkte.
und rausbohren. Ein bisschen mit Gefühl, dann geht das. Dann sind die auch schon alle einmal gelöst. So. Dann haben wir vier Schrauben, womit der Griff im Grunde genommen noch befestigt ist. Die löse ich jetzt. Dann haben wir hier noch zwei. So, vier Schrauben gelöst. Dann kann man auf der anderen Seite, den machen wir mal wieder zu, dann kommt nichts weg. Den Griff abhebeln, dann ist der auch demontiert. Und den Tisch. So, jetzt haben wir hier die Leiste, die wir hinten schon vorgebohrt haben, damit sie sich löst. Auch hier wieder mit einem Spachtel langsam hochwinkeln und aufpassen, dass man nichts kaputt macht bei der ganzen Geschichte. Dann haben wir sie ab. Jetzt kann man sie natürlich folieren, um die Kanten rum folieren und dann dementsprechend wieder aufbringen. Tipp hierbei, so sieht es demontiert aus, wird dann von hinten natürlich wieder verschweißt. Entweder mit einem Lötkolben und das Ganze wieder verschweißen oder zusätzlich noch Komponentenkleber, damit das wirklich wieder fest ist. Nehmt hier bitte nicht irgendwie eine Heißklebepistole, weil im Sommer entstehen auch wieder ordentlich Temperaturen. Dann wird der Heißkleber eventuell wieder richtig weich und dann löst sich die gesamte Leiste nachher wieder. Das ist nicht gewollt. Ich wollte es euch einmal nur kurz zeigen. Diese Türverkleidung ist jetzt komplett demontiert. Auch die Zierleiste ist dementsprechend demontiert. Kann lackiert werden, kann foliert werden, dann wieder aufgebracht werden, ist nicht das Problem. Wollte es euch einmal nur kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Hoffe natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage in diesem Sinne natürlich auch wieder bis denn dann.